Und warum wir heute hier sind? Ja, wir feiern mit wundervollen Menschen wie Domenico. Ah, wir haben wunderschöne, hübsche Menschen hier wie euch. Es geht aber eben auch um Politik. Und wir haben einen kurzen Redebeitrag rund um das Thema Fußball und die WM in Katar. Und ich freue mich ganz besonders, hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen den Mr. Gay Deutschland, Benjamin Nestler 2021 von Liebe kennt keine Pause gegen Homophobie in Katar. Ein Riesenapplaus! Und ich habe gerade alles durcheinander geschmissen. Es tut mir total leid, Benjamin. Es passiert vielen, wenn sie mich anmoderieren, dass sie durcheinander kommen. Alles gut. Ja, moin Hamburg! Ich kann leider kein Hamburgerisch bzw. kein Norddeutsch. Ich gebe mir Mühe, ich komme nämlich aus dem Schwabenländle. Ja, aus dem Schwabenländle. Und ja, was für eine geile Pride war das heute? Ja, die Dina hat schon gesagt, ich komme von Liebe kennt keine Pause. Und ich war 2020 und 2021 Mr. Gay Germany. Als Mr. Gay Germany geht es darum, dass man für die Community, aus der Community und mit der Community gemeinsam gewisse Kampagnen entwickelt, gemeinsam Kampagnen entwickelt und eben auch politische Themen anspricht. Mein Thema war das Thema Fußball, weil ich leidenschaftlich gerne Fußball spiele, ich schaue gerne Fußball und da lag natürlich nichts näher als das Thema Fußball-WM in Katar. Und dass wir heute hier so feiern können, dass wir heute hier gemeinsam demonstrieren können, dass wir bunt sein können, oder wie es gerade auch Domenico gesagt hat, dass man außerhalb der Familie eine eigene Familie finden und suchen kann. Liegt daran, weil wir schon Jahre, Jahrzehnte lang dafür gekämpft haben, für unsere Rechte und auch weiter für unsere Rechte kämpfen werden. Leider geht es den Menschen in Katar überhaupt nicht so. Die Menschen in Katar können sich nicht mal im Kleinsten erahnen, wie das auf einem CSD sein könnte. Die können sich nicht mal im Annähernd vorstellen, wie es sein könnte, mit einer Regenbogenflagge draußen rumzulaufen, weil die Menschen, die Männer in Katar, Angst haben müssen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer Liebe zu Männern, ins Gefängnis gesteckt zu werden, verschleppt zu werden oder gar, dass sie Angst haben müssen um ihr Leben, weil die Todesstrafe droht. Und dafür setzen wir uns ein, weil wir der Meinung sind, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht in einem Land stattfinden kann, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wir sind der absoluten Überzeugung, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft Menschen zusammenbringt, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft aber auch Dinge verändern kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass der DFB, der Deutsche Fußballbund, nach Katar fliegt, den Fußball möglichst erfolgreich hinter sich bringt, aber auch ein ganz klares Zeichen für Menschenrechte, für Vielfalt, für den Regenbogen, für die Menschen in Katar setzt. Denn dann wird die Welt Stück für Stück für jeden Menschen immer besser. Und deswegen würde ich euch bitten, so cool und so geil dieser CSD bis jetzt war, so geil diese Nacht heute noch wird, denkt bitte eine Minute daran. Gebt mir eine Minute eurer Zeit, holt eure Handys raus, geht auf unsere Homepage liebekenntkeinepause.de und unterschreibt unsere Petition. So können wir den Druck auf den DFB erhöhen, so können wir die Gespräche, die wir bereits mit dem DFB und mit dem Präsidenten hatten, weiter intensivieren und auch den Druck auf den DFB entsprechend erhöhen. Deswegen, nutzt bitte jetzt eine Minute, geht auf unsere Homepage, holt eure Handys raus, liebekenntkeinepause.de und unterschreibt die Petition. So bekommen wir auf unsere über 35.000 Unterschriften noch viele, viele weitere. Teilt in eurem Freundeskreis weiter, unterschreibt und helft uns so weiter, dass wir entsprechend noch bekannter und noch, seid lieb zueinander und noch bekannter und eben das Ganze noch mehr Fahrt aufnimmt, so wie wir es jetzt schon hatten. Ich habe schon gesagt, das Gespräch mit dem DFB hatten wir bereits, das heißt mit Bernd Neuendorf haben wir bereits gesprochen und deswegen
wollen wir das Gespräch nochmal im zweiten Schritt intensivieren. Wir sind in guten Gesprächen auch mit der Politik. Sven Lehmann war ja vorher schon hier. Wir sind in einem Austausch mit der Politik, mit der Innenministerin, dass wir gemeinsam gegebenenfalls auch vor Ort nach Katar fliegen, um auch die Gespräche mit den Kataris zu führen. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir hier was voranbringen können. Unterstützt uns bitte dabei und schenkt mir diese eine einzige Minute von euren 24 Stunden vom heutigen Tag. Bitte. Benjamin, danke, das sind so wichtige Worte. Das, was in Katar passiert, passiert in vielen anderen Ländern leider auch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier heute feiern können. Wir begrüßen alle, die aus Ländern kommen, wo sie das nicht tun können. So everybody who is here to celebrate their identity here today, you are welcomed here. Und danke dir, Benjamin, für deine Arbeit, denn sowas macht eben einen Unterschied. Danke dafür. Danke, Benjamin Nestler! Habt noch eine Happy Pride! Und ich freue mich.